Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und heute haben wir endlich wieder einen neuen God-Mode-Glitch, der nach dem Patch 1.09 funktioniert. Vorweg muss ich aber sagen, dass ihr für diesen Glitch einen Freund braucht. Das heißt, ihr müsst euch einen Freund suchen, mit dem ihr das macht. Wenn ihr keine Freunde habt, dann tut euch einfach in den Kommentaren zusammen oder in der Beschreibung ist ein Discord-Link. Da geht ihr einfach rein, joint meinem Discord und geht dann in einen Duo-Channel rein und macht das dann oder klärt da ab, wie ihr das machen wollt. Auf jeden Fall braucht ihr aber für den Glitch einen Freund. Trotzdem ist der Glitch viel, viel, viel einfacher als der letzte Godmode-Glitch, der schon viel zu einfach war, bei dem ihr einfach nur den Geist aktivieren musstet und rauslaufen musstet. Der hier ist viel einfacher und ihr werdet gleich im Video auch noch Spots sehen, wo ihr das einfach perfekt machen könnt. Vor allem jetzt mit Double Waffen EP und Double EP plus noch bald Double Battle Pass EP könnt ihr eure Waffen ganz easy auf Dark Aether machen und ja, die Tarnung vielleicht schon dieses Wochenende freischalten. So, ihr müsst euch jetzt zusammentun und die Schritte sind eigentlich sehr, sehr simpel. Ihr geht in ein Spiel rein und der Host muss jetzt im Menü den anderen Spieler kicken. Sobald der andere Spieler aus der Party geworfen ist, ist er sozusagen nicht mehr gebunden an dieses Pausieren-Menü. Wenn der Host pausiert in einem privaten Spiel, wird das Spiel für den anderen Spieler auch pausiert. Was er jetzt macht, ist einfach auf eine Erhöhung gehen und springen. Wenn er in der Luft ist, muss er einfach nur Start drücken. Jetzt ist der andere Spieler im Startmenü und wie ihr sehen könnt, peilen sich dann alle Zombies unter ihm an. Der andere Spieler ist jetzt eigentlich im God-Mode und ihr müsst einfach nur die Zombies unter ihn locken und die Zombies werden da stehen bleiben. Oder wie ihr es gleich sehen wird, oder wie ihr es im Intro gesehen habt, am Flugzeug werden die Zombies sich dann einfach alle an dem Rand anpeilen und ihr werdet einfach dahinter stehen und eure Aufgaben machen. Ihr könnt dann halt alles machen, was ihr machen wollt. Wie ihr sehen könnt, der Nachteil hier ist für den anderen Spieler, der sich sozusagen opfern muss fürs Team, denn er kann in der Zeit nichts machen. Also er kann, ich weiß nicht, Aufgaben, Hausaufgaben machen, er kann sich Videos anschauen, schlafen gehen, was weiß ich, aber er muss halt in diesem Startmenü bleiben. Deswegen rate ich euch, das abwechselnd zu machen. Immer wieder eine Waffe abwechselnd auf Gold und dann macht der andere Spieler das andersrum. Hier könnt ihr das nochmal in der Perspektive von der anderen Person sehen, also die Person, die gekickt wird, die wird einfach nur aus der Party gekickt, läuft dann einfach weiter, springt bei diesen Treppen oder wo auch immer ihr einen guten Spot findet, hoch in die Luft und drückt Start. Mehr ist das nicht. Und an die Person, die dann springen muss, versuch am besten eine gute Position zu finden, wo sich die Zombies auch gut anpeilen und dich auch nicht hitten können. Das heißt, wie ihr sehen könnt, ich brauche auch mehrere Versuche, um überhaupt an diese Position ranzukommen. Aber es sollte kein Problem sein, sobald ihr da seid, müsst ihr nichts mehr machen. Und ja, das ist auch der zurzeit einzig funktionierende God-Mode-Glitch in Cold War Zombies. Ich habe auch den Knife-Lunch-Glitch getestet, da wo man beim Rollstuhl diesen Zombie messern muss. Aber der ist so schwer und so zeitaufwendig, der lohnt sich einfach nicht. Und deswegen habe ich ihn auch nicht hochgeladen, weil der ist einfach so aufwendig, das braucht ihr nicht machen. Der hier ist ganz simpel, einfach hinspringen, der eine Freund macht dann nichts, der andere macht seine Aufgaben und ihr könnt drauf losglitchen. Und wie gesagt, tut euch in den Kommentaren zusammen oder noch besser geht in den Discord-Channel von mir in der Beschreibung und da könnt ihr euch dann zusammentun, in einen Duo-Channel reingehen und dann eigentlich schon anfangen. Und das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Ich hoffe, ihr könnt jetzt auch an diesem Wochenende alle eure Tarnungen freispielen. Ihr könnt jetzt Dark Aether freischalten, eure Waffen alle maxen und ja, einfach Spaß haben, würde ich sagen. Also, macht den Glitch, solange er geht, nutzt ihn aus und ich bedanke mich hiermit fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn es euch gerade weitergeholfen hat, dann lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, liked dieses Video und teilt es mit euren Freunden. Teilt das Video mit euren Freunden, damit ihr das zusammen machen könnt. Gut, dann haut rein und ciao.